Ich befinde mich hier mit WBO-Cruisergewichtsweltmeister Marco Hug, der vor wenigen Wochen seinen Titel erfolgreich verteidigen konnte. Und Marco, haben Sie sich gut erholt vom Kampf? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn man gewinnt, dann ist es immer leichter, sich zu erholen. Gut gefeiert schon seitdem? Ich bin bis heute am Feiern. Ihr Trainingskollege Arthur Abraham hat am nächsten Samstag einen sehr, sehr wichtigen Kampf. Sie haben mit ihm gemeinsam trainiert. In welcher körperlichen Verfassung ist der Arthur denn? Also ich glaube schon, dass er sehr, sehr topfit ist. Der boxt gegen den Favoriten, der ist ein ganz klasse Außenseiter. Aber ich weiß, dass der Arthur die Chance und die Möglichkeit hat, den auszunocken. Und ich glaube doch, dass er die Leute schocken wird mit deinem Sieg. Ich drücke ihm ganz, ganz fest die Daumen. Der Arthur hatte ein sehr, sehr schweres Jahr 2010, konnte nun am Anfang des Jahres gegen den Stefan Bocic recht erfolgreich zurückkommen. Was meinen Sie, wie hat er diese Niederlagen verkraftet? Ist er dasselbe wie früher? Ich hoffe es. Das liegt von Mann zu Mann. Ich meine, das macht einen richtigen Mann aus, von einer Niederlage wieder aufzustehen. Weil mein Trainer sagt immer, es werden Zeiten geben, da wirst du auf den Knien stehen, da musst du deine Männlichkeit beweisen, wieder aufstehen. Und ich hoffe, dass der Arthur das jetzt packt bei dem Kampf hier, dann kann er wieder alles wieder gut machen. Andre Ward ist ein sehr, sehr guter Techniker und die Frage ist, welche Strategie wird der Arthur Abraham in diesem Kampf verfolgen? In der Vergangenheit hat er häufig auf den K.O. gesetzt, es hat jetzt zweimal nicht so wirklich geklappt. Was meinen Sie denn, wie er an diesem Kampf herangehen wird? Naja, der Ward, der ist ja bis jetzt ungeschlagen als Amateur sowie auch als Profi. Die wollen den dann in Amerika als Superstar darstellen, die wollen ihn dahin bringen, dahin führen. Aber ich glaube, dass der Arthur in K.O. schlagen wird, der wird auf jeden Fall auf den K.O. aus sein, der Arthur. Marco, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg in der Zukunft. Dankeschön, ganz liebe Grüße an alle meine Fans.